Moin Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Valiant Hearts, The Great War. Wir fangen jetzt nochmal von neu an, von der Episode, weil ich weiß nicht mehr genau, wie weit ich es gespielt habe. Ich habe vorhin schon mal so weit gespielt, da habe ich festgestellt, oh, das war ein bisschen zu weit gespielt. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt nochmal entschlossen, nochmal neu zu laden. Und dann machen wir alles, was wir... um weiterzukommen. Ich weiß auch jetzt, wie das weitergeht. Aber es dauert nicht ganz so lang. Also, da habe ich jetzt mal gerade vor kurzem ausprobiert, was wir machen müssen. Okay, das war noch ein zu früh. Da ist die erste Uniform. Entschuldigung. Da denkt ja man nämlich an Küstenfremden. Soll auch ich. So, erstmal die Wurst klauen. Uniform 1. Haben wir uns geholt. Jetzt gehen wir hier rauf. Jetzt werden wir auch nicht mehr verhaftet. Hey, was? Okay. Jetzt müssen wir das hier rüberholen, bis es nicht mehr weitergeht. Jetzt müssen wir uns umziehen, jetzt gehen wir hier runter. Ja, das haben wir glaube ich schon, ne? Ja, das hatten wir schon gefunden. So, jetzt müssen wir eben das hier. Hier rüber. Ah ne, halt. Falsch. Da war wieder ein Schritt voraus. Okay, dann wollen wir es nochmal umziehen. Da ist ein bisschen hin und her, ein bisschen durcheinander. Aber es lohnt sich. Macht Spaß. Ja, ja. Du kannst mich mal kurzweise. Okay. Jetzt gehen wir hier rauf. Jetzt müssen wir die Klamotten hier rüberholen. Ja, die haben noch eine gute Laune. Jetzt können wir hier durch. Moment. Nee, wir müssen einen hoch. Okay. Klopf, klopf. Wer ist da? Also Flasche Wein für mich? Ja, hier, bitte. Bonne. Zu wohl. Erst müssen wir die Flasche quasi klauen oder versuchen zu klauen. Jetzt hat er sich eingesaut. Jetzt müssen wir es ein bisschen verstecken. Oh, wenn es eigentlich nichts bringt. Ah, nee, das sieht ja uns ja. Jetzt können wir uns die Klamotten klauen. Also leihen. Und sie sabotieren uns allen. Ist das nicht geil? Jawohl, Herr General. Jawohl, jawohl. Ist das geil. Jetzt können wir uns den Reifen nehmen. Warte. Bevor wir den Reifen nehmen, gucken wir nach. Ja, gut. Nee, ist doch nichts. Spricht er noch mit uns? Jawohl. Die lassen uns auch in Ruhe. Okay. Reifen ist repariert. Wir dürfen fahren. Und eine Sanitäterin wird normalerweise sehr, sehr, sehr selten angegriffen. Ach, da liegt doch was. Ach. Mist. Hab ich es nicht gesehen. Und die nächste Abteilung. Tschüss. Ah, genau dahin, wo er schießt.
Aua, 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 aua. Oh shit. Okay. Das waren die ersten zwei Kandidaten. Ach Mann, das war ja noch schlechter beim ersten Versuch. Entschuldigt. Tschüss. Und heute Abend gibt es wieder ein Livestream. 20 Uhr auf live auf YouTube. Aua, mein schönes Auto. Gut, das gehört zwar nicht mir, aber trotzdem. Ich glaube, der Anna gehört das. Ach, Hühnerkacke. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Einen Moment, meine Freunde. Das war der Teller. Der läuft ein bisschen schneller. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen konzentrieren, Herr Bonn, ne? Herr von und zu Bonn, konzentrieren Sie sich. Monsieur Bonn, Konzentration. Wenn ich bitten darf. Das nicht konzentriert. Das war schon besser. Ah, der vorerst. Oh, 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 oh. Na, genau da sollte ich nicht hin. Ah, zum Glück. Es geht etwas voran. Sehr freundlich vom Spiel. Das war genau die richtige Seite. Und das. Ah, Mann. Das ist ja ärgerlich. Aber sehr freundlich vom Spiel, dass die Speicherpunkte quasi, die Zwischenspeicherpunkte gut gut gesehen. Nein. Dass der General in die Klamotten gehören. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Danke, liebes Spiel. Das ist nicht nett gewesen. Ich kann mich echt dämlich anstellen, ganz ehrlich. Das tut mir selber weh. Es kommen Granaten. Und das war ein Hindernis. Bond, stellen Sie sich mal nicht so an. Mensch, das tut doch selbst ein weh beim Zugucken. Entschuldigt, meine Freunde.
Wisst ihr was? Ich pausiere mal ganz kurz und mach dann weiter, wenn ich durchkomme. Ein Moment, ich muss mal bei OBS mal was nachgucken. Das ist ja wieder eine richtige, wenige freudige Sache. Einstellungen. Hotkeys. Ja, 3 und 4. Okay. Habe ich doch. Geht sofort weiter. Ah, ist auch schon auf Pause. So, dann bin ich wieder. Und was habe ich gemacht? Nichts Richtiges. Ah, dann lassen wir das mal. Ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr möchtet. Das klappt doch mal diesmal besser, mein Gott. Hui, da sind wir wieder mal ein Stückchen weiter. Hui, 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 hui. Was hat er jetzt vor? Das war aber jetzt eng. Oh, ist das dein Ernst? Dynamit mit in die Flesse. Uiuiuiuiuiuiui. Ich glaube, der meint's ernst. Oh, oh, Scheibenkleister. Kann das sein, dass er ein bisschen sauer ist? Ach, wie kommst du denn darauf? Der ist doch nicht sauer. Haben sie aber echt gut gemacht, muss man schon sagen. Die Musik, angepasste Explosion und Fässer und das Ganze. Toll. So viel zum Thema. Wow. Das ist lächerlich. Mein Gott. Wo soll ich denn da bitte schon eben hin? Ah. So, Treffer versenkt. Auch das war das letzte Mal. Jo, ich glaube, das war's. Alter, war das eine Geburt. Yep. Kapitel 4. Hölzerne Kreuze.
Ja, das kann ja nur eins bedeuten, ne? Hölzerne Kreuze. Tabellen 1917 besetzt St. Mihiel. Naja, nicht jeder ist böse. Na, komm mal mit. Neues Tagebucheintrag. Wurde 1914 von den Deutschen eingenommen. Ausdehnung der Gaseinsatzes. Wenn ihr gerne das lesen möchtet, könnt ihr mal kurz auf Pause machen. Jawohl. Da müssen wir eine Kombination haben. Das war so völlig richtig wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das ist Zufall bis. Nein. Da müssen wir irgendwie eine Kombination haben. Ja. Das ist wirklich so. Oh, was ist da die Taube? Ah, ja, schon. Wollte ich ja machen, aber irgendwie hat das ja nicht funktioniert. Ah. Fragezeichen, ja. Noch nicht mal. Ah, nicht mal. Hier ist also nix. Ein goldener Apfel. Aufschmeckt. Ah. Die Gazette des Ardennes.
Die Gazette Ardennes war eine Tageszeitung, die in Belgien herausgegeben und in der von Deutschen besetzten Zone verteilt wurde. Diese Zeitung war ein deutsches Propagandawerkzeug in französischer Sprache, das die ortsansässige Bevölkerung über besetzte Gebiete und des Kriegs Gefangenen und die Heldentaten des Königreichs Österreichs-Ungarn informierte. Na, machen wir mit Hilfe. Ja, wir wissen es doch schon. In einer Minute kriegen wir den nächsten Tipp. Das haben wir doch schon. Hä? Da fehlt was anscheinend. Irgendwas müssen wir hier machen. Hier oben vielleicht noch mal was. Ne, da brauchen wir eine Kombination. Hier oben. Ja. Ah. Ein Apfel brauchen wir noch. Na gut. Nehmen wir nochmal runter. So, da hat uns die Tipps doch mal geholfen, ne? Und wie ich sehe, ist die Folge auch schon längst zu Ende. Deswegen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Bold ist raus.